einen wundervollen guten Morgen und schönen Start in die neue Woche. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Kennt ihr das? Man hat sich so lange nicht gesehen und dann, ja, jetzt und jetzt. Ich will heute mit euch über das Thema Schwingung sprechen, über unsere eigene Schwingung, wie wir sie anpassen können, wie wir sie verändern können. Ich war in den letzten 3-4 Wochen immer mal in einer niedrigen Schwingung. Hat natürlich seine Ursachen gehabt und ich bin immer wieder nicht rausgekommen. So, und ich weiß ja, erlaube dir zu leiden, erlaube dir in diesen scheiß Schwingungen auch drin sein zu können. Und ich weiß ja, wie ich immer wieder, also wie ich wieder absinke, weiß ich. Ich glaube, das weiß jeder, wie man absinkt, aber wie kommt man hoch? Das ist etwas, was leider nicht alle wissen, weil man es einfach nicht lernt. Und in der Ausbildung mit dem Nervensystem, wo ich gerade drin bin, wir haben ja auch so eine Bücherliste. Ich kann euch die auch nochmal zeigen. Da sind so viele Bücher, die einen auch nochmal weiterbringen. Und jetzt, was ich so lese aus den Büchern und diese Ausbildung mit dazu, da kommt mir immer wieder der Gedanke, das ist jetzt, also einige Bücher sind echt furztrocken geschrieben von irgendwelchen Psychologen und so weiter, aber super interessant, was unsere Psyche betrifft, was die Kindheit betrifft. Mich ärgert das, dass ich das nicht schon beim ersten Kind wusste alles. Und wenn ich auf der Straße bin und Menschen sehe, wie sie mit ihren Kindern umgehen, denke ich, oh mein Gott, die müssen das wissen. Wenn die das wissen würden, würden die nicht so mit ihrem Kind umgehen. So, auf was ich hinausgehen möchte ist, wenn wir wissen, wie wir funktionieren, dann wissen wir auch, wie wir uns aus der Scheiße wieder rausholen, also aus tiefen Schwingungen wieder rausholen. Und diejenigen, die mir ja folgen, wissen, dass unsere Schwingung ganz viel Auswirkung hat auf unser Leben, dass wir unser Leben verändern können, wenn wir uns verändern. Steht sogar im Koran, ich weiß nicht, ob es auch in den anderen Religionen, in den Büchern so steht, dass erst wenn du dich veränderst, wird Gott dein Außen verändern. Und wenn wir davon ausgehen, wenn ich jetzt das mit dem Nervensystem anschaue, dass wenn ich meinen Nervensystemzustand verändere, dann kann ich ja erst positiv denken. Das sind Sachen, die habe ich in meinen Kursen schon durchgemacht, also letztes Jahr und vorletztes Jahr, also vor 2 Jahren. Allein mit dem Geldkurs. Die Leute, die meinen Geldkurs haben, da ist es drin. Die wissen ganz genau, habe ich ein nicht reguliertes Nervensystem, habe ich keinen Zugriff auf positive Gedanken, also kann ich mich auch gar nicht verändern. Also ich muss mich, meinen Nervensystemzustand verändern. Das ist kein Geheimnis. Nervensystem, es gibt verschiedene Bereiche von Nervensystemen, also man kann im Kampf-Flucht-Modus sein, im Erstarrungsmodus. Ich bin so ein Typ gerne mal, ich bin so eine Mischung Erstarrungsmodus und Kampf-Flucht. Lange Rede, kurzer Sinn, wir dürfen mit verschiedenen Übungen gucken, dass wir uns da rausholen in einem regulierten Zustand. Wenn wir uns gut fühlen, in unserem Körper sicher fühlen, und das ist so eine Übung, das müssen wir öfters mal machen, dann haben wir erst den Zugriff auf positive Gedanken. Das wissen die wenigsten. So, damit die Story nicht zu lang wird. Wenn ich meine Schwingung verändern möchte, und das habe ich bei mir die letzten Wochen beobachtet, immer wieder diese Sache abfallen, also wirklich tief abfallen, oh mein Gott, ey. Und dann kurz drin bleiben und dann mich wieder rausholen. Wie macht man das? Indem du erstmal deine, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll, da ist die Linse, erstmal deine Gedankenmuster beobachten. Was hast du für Gedanken immer wieder? Bei mir waren es sich wiederholende Scheißgedanken zu gewissen Personen, wo ich mich ständig über sie geärgert habe. So, das habe ich mir erstmal aufgeschrieben. Und diese Gedanken, Leute, ich habe die jeden Tag gehabt, ich habe die jeden Abend vorm Schlafen gehabt und ich hatte die jeden Morgen beim Aufwachen. Und wenn ich mal nachts auf Toilette musste, hatte ich diese Gedanken wieder. Ich habe 1000-mal hier so Oberschlauer Meier oder wie heißt das, erzählt, also bevor du schlafen gehst, positive Gedanken und denk an das, was du willst. Ich bin mit Scheißgedanken eingeschlafen, weil mein Nervensystem nicht reguliert war und ich keinen Bock hatte, mein Nervensystem zu regulieren, mein Ego war stärker. Ich wollte lieber an die Scheiße denken und mich über bestimmte Leute ärgern. So, und mich wieder daran zu erinnern, Samar, du tust dir gerade nicht gut. Das, was du gerade machst, ist gegen dich und nicht gegen die anderen, die jetzt so fies zu dir waren. Also, Gedankenmuster beobachten. 20 wiederholende Gedanken. Da gibt es doch so einen Spruch, gewisse Menschen müssen eigentlich Miete bezahlen, weil die ständig in meinem Kopf sind. Und bei mir waren gewisse Personen in meinem Kopf, die mir nicht gut getan haben. Ständig und ständig und ständig und ständig. Ich habe denen so viel meiner wertvollen Energie geschenkt, weil mein Ego zu groß war und mein Nervensystem einfach komplett nicht reguliert. So, das heißt, das allererste, sich erstmal bewusst machen, was habe ich denn überhaupt für Gedanken, die sich wiederholen und die sich mal aufschreiben. Und mit dem Aufschreiben sind die nicht weg. Dann im zweiten Schritt überlegen, was brauchen diese Gedanken? Und dann kannst du für dich selbst ein Therapeut sein, das heißt, du sprichst mit dir selber. Ja? Die Person hat das und das gesagt und das getan und das behauptet und stimmt gar nicht. Was hat das in mir ausgelöst? Dann die Gefühle dahinter auch mal anschauen.
So, bei mir waren zum Beispiel in dem Fall Gefühle von nicht respektiert werden, nicht gesehen sein, verleugnet werden und erpresst werden. So, und natürlich tut das weh. Und natürlich ist mein Ego ganz groß und sagt, also diese Personen haben mir gar nichts zu sagen und haben gar nichts über mich zu sprechen und haben mich nicht anzurufen und was weiß ich was. Aber das sind alte Gefühle aus meiner Kindheit. Ja? Also hinschauen, was braucht jetzt dieses Gefühl von dir? Und du kannst dir vorstellen, du redest mit einem Therapeuten. Ja? Du kannst einfach über die Geschichte sprechen. Die Person hat das und das gesagt. Das Ego ist ja dann ganz groß. Das darf die Person gar nicht sagen. Okay, was hat das denn in dir ausgelöst? Das und das. Okay. Und dann die Gefühle dahinter wollen versorgt werden. Die sind da und heulen. Die wollen versorgt werden. Deswegen wiederholen die Geschichte, damit die sagen, hier, ich bin auch da. Kannst du mich bitte fühlen? Kannst du mich mal bitte fließen lassen? Kannst du mich bitte mal wahrnehmen? Du drückst mich die ganze Zeit weg und schimpfst über die anderen. Aber kannst du mich als Gefühl endlich mal anschauen? Das heißt, diese Gefühle brauchen jetzt meine Zeit. Sie brauchen meine Aufmerksamkeit und möchten einfach verarbeitet werden von mir. Und dazu das Nervensystem regulieren. Und du kannst das regulieren unter anderem mit Dingen, die dir... mich aufpassen, dass ich nichts falsch sage, die dich entspannen, aber nicht, es gibt auch Dinge, die dich entspannen, aber die können dich dysregulieren, also ein Glas Alkohol kann dich entspannen oder eine Zigarette kann dich entspannen oder ja, also es sollte etwas sein, was den Körper wirklich runterbringt, eine Massage zum Beispiel oder ein Bad nehmen, ist bei jedem was anderes und es kommt auch darauf an, wo du gerade in deinem Nervensystem bist, das lerne ich auch gerade, es gibt ja wie gesagt diese verschiedenen Zustände, wenn jemand überreguliert ist, braucht er was ganz anderes als jemand, der unterreguliert ist oder man hat eine Mischung aus beiden und dann guckt man etwas, wo du wirklich runterkommst und dich so entspannt fühlst und dann versorgst du diese Gefühle, diese verletzten Gefühle und dann kommt noch ein Schritt, den finde ich auch nochmal ganz wichtig. Jetzt überlegst du, welche Gedankenmuster möchtest du gerne bedienen, möchtest du deine wertvolle Energie geben. Es ist krass, ich erzähle ja viel von Selbstliebe und habe auch die letzten Wochen gemerkt, Samara, Selbstliebe bei dir jetzt gerade ist wirklich im Arsch. Okay, guck mal, das ist jetzt auch wieder Selbstgeißeln. Ich habe mir erlaubt, in diesen unteren Schwingungen zu sein und bin auch so eingeschlafen in so einer Scheißschwingung und bin morgens auch in der Scheißschwingung aufgewacht. Habe natürlich tagsüber immer wieder mein Nervensystem reguliert. Ich bin auch immer, das Nervensystem, wenn du es regulierst, bist du dann nicht drei Tage positiv, sondern es ist immer so ein Auf und Ab. Also man darf immer wieder daran arbeiten. Das habe ich halt nicht gemacht in der Zeit, weil es wirklich ein großes Thema aus meiner Kindheit ist, was richtig jetzt gekommen ist und mir eine Ohrfeige gegeben hat, so richtig schön in die Fresse. Ja, und da kommt dann manchmal das Schamgefühl hoch, weil es dann sagt, aber du weißt es doch alles und du zeigst es doch den anderen. Also machst du schlau vor anderen, aber selbst kriegst es nicht hin. Ich denke, niemand ist perfekt. Es gibt immer ein Auf und Ab. Also deine wertvolle Zeit. Mit welchen Gedankenmustern möchtest du deine wertvolle Zeit, jetzt weiß ich das Wort nicht, aber du weißt, was ich meine, deine Zeit investieren, in welche Gedankenmuster? Dazu sollte das Nervensystem reguliert sein. Wenn es nicht reguliert ist, ist man im Kriegszustand. Dann ist man erstmal nur dabei, sich zu verteidigen. Das war bei mir. Ich wollte mich die ganze Zeit verteidigen. Und ich wollte die ganze Zeit meinen Standpunkt erklären. Ja, aber ich habe doch nichts Böses. Also guck doch mal, das ist doch so und so. Mir wird gerade ungerecht getan. Aber nein, ich bin kein kleines Kind, das sich irgendwie zu rechtfertigen hat. Nervensystem regulieren. Und welche Gedankenmuster möchte ich jetzt bespielen? Möchte ich jetzt meine Energie schenken? Welche? Mir aufschreiben. Wenn du magst, kannst du Bilder dazu raussuchen. Es gibt ja Canva, also canva.com. Da gucke ich immer ganz gerne nach Bildern. Oder auf Google. Und die kannst du dir dann runterladen oder Bildschirmfotos machen. Dann nochmal, ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt davon aufgenommen hat. Du hast jetzt die neuen Gedankenmuster, die zu der Realität passen, die du gerne hättest. Du schreibst dir diese Gedanken auf und überlegst, oh, wenn ich die ständig denken würde, geil. Oder wenn du in dieser Schwingung leben würdest, wo du gerade hin möchtest, was hättest du da für Gedankenmuster? Und das schreibst du dir auf, welche Gedanken du dann hättest. Wahrscheinlich komplett andere. Also ich hätte dann komplett andere als das, was ich die letzten Tage hätte. Also das, was ich die letzten Tage hatte, ist... ich kann nicht drauf eingehen. Da schäme ich mich ein bisschen für. Genau. Dann suchst du dir Bilder dazu raus. Und dann machst du dir so eine Art Vision Board, wenn du magst. So, jetzt mache ich hier einen auf. Du musst, nein, du musst gar nichts. Das, was du magst. Du machst dir dann so Bilder, kannst sie zusammenstellen und kannst sie als Hintergrundbild auf deinem Handy machen. Weil... die meiste Zeit schauen wir auf unser Handy und dann werden wir immer wieder daran erinnert. Du kannst auch überlegen, gibt es irgendetwas, was dich immer wieder reguliert, was dich so runterbringt, wo du wirklich entspannter bist. Ich gebe euch ein Beispiel, was mein Nervensystem reguliert. Wenn ich mir einen leckeren Tee mache, mich hinsetze
diesen Tee trinke und einfach im Zimmer mich umschaue, ganz entspannt. Das ist auch so eine Übung aus dem Nervensystem. Das ist, nennt man auch Orientierung. Das hat eine ganze Geschichte dahinter, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber durch den Raum schaue, eine Wärmeflasche habe, mich aufwärme, den Tee trinken. Und das bringt mich so ein bisschen runter. Was mich auch runterbringt, ist Dehnübungen machen. Das mache ich immer intuitiv. Da gibt es ja aus dem Yoga ganz viele Übungen, die ich mache für meinen unteren Rücken, für meine Schenkel, für den gesamten Körper einfach komplett dehnen. Auch da merke ich immer, wenn ich mir so ein Yoga-Video angeschaut habe, paar Minuten, 5 Minuten reichen schon, da merke ich schon, wie ich runtergekommen bin. Und was ist es, was dich runterbringt? Davon kannst du auch ein Foto machen, um dich daran zu erinnern, um dich zu regulieren. Kann auch sein, dass es einfach nur ein tiefer Atemzug ist, dass du runterkommst, entspannte Musik, die dich runterbringt. So, und dann machst du dir so eine Collage mit verschiedenen Bildern von den Gedanken, die du gerne hättest. Oder du schreibst dir die auch als Sätze auf, wenn du dazu jetzt keine Bilder hast. Manchmal hat man einfach kein Bild dazu. Und dann diese Regulationsübungen dazu und das machst du dir als Hintergrund auf deinem Handy. Und erinnerst dich dann daran. Weil wie oft vergisst man das im Alltag und rutscht wieder in diese alten Gedanken rein. Ja, und hat dann Wut, Frust, man leidet, man hat Angst, also verschiedenste Gefühle. Man kann bestimmten Personen nicht verzeihen, hat sie immer noch im Kopf und haltet ihnen immer noch was vor. Das Ego will da nicht loslassen. Ja, das Ego stirbt ja dann, wenn es loslässt. Es muss ja daran halten, egal wie du leidest, es muss an der Scheiße dran festhalten. Das ist echt wie meine Haare. Ich habe den ganzen Tag heute und auch gestern die ganzen Tage, wie heißt das, einen Haarreifen angehabt. Die sind die so platt nach hinten. Egal, ich bin auch noch immer so nach mit dem Handy. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen dienen können.